Yo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Mortal Kombat X. Wir spielen heute Quan Chi in der Turniervariante. Auch hier wieder drei Möglichkeiten. Hexenmeister, Zauberer und Beschwörer. Wir nehmen den Hexenmeister. Und der erste Gegner ist Kano, der Australier. Zeit für Schmerzen, Glatzkopf. Hast du die Seiten gewechselt? Vielleicht bekam ich ein besseres Angebot. Round 1. Fight! Ich weiß nicht, eben gerade wie er mit diesem Schädel angelaufen gekommen ist, sah ziemlich geil aus. Alles klar, Kano schnell, stark, absolut unterbewertet, gehört eigentlich zu den besten Charakteren. Aber Quan Chi ist auch ziemlich gut, also bis jetzt kann sich sehen lassen. Und hier als großer, böser Hexenmeister können wir natürlich auch teleportieren. Wenn wir denn mal dazu kommen, weil der hier dreht gerade durch. Die Kano-Rolle. Aber trotzdem, Runde 1 gewinnen wir. Schön hier mit dem Teleport abgezogen. Round 2. Fight. Auch die beiden Geisterhände am Rücken. Sieht geil aus. Die Turniervarianten sind meistens aus Mortal Kombat 9. Alles klar, wir schauen uns mal den X-Ray an. Na, komm. Natürlich, natürlich, Kano. Natürlich. Der erste Gegner macht hier schon so einen Stress. Kann nur besser laufen. Na, er hat ein Messer, aber ich habe auch eins. Boah, diese Rolle ist so böse. Abflug. Schlag in die Fresse. Und trotzdem verloren. Na, ist das nicht scheiße? Yep, das ist richtig scheiße, Kano. Der Australier hat immer die passenden Worte. Wir haben ja gestern oder vielmehr heute erfahren, dass Shiva den Kontinent Australien besetzt hat mit ihrer Drachenbrut. So viel dazu, Kano. Was sagst du dazu, ha? Shiva gehört Australien. Bam! Okay, ich versuch's. Yes! Der erste Fatality. Oh shit. Oh shit. Oh, Kacke. Oh, Alter. Wirklich jetzt? Der ist bitter. Der ist richtig, richtig bitter und sehr gut. Wage nicht, mich täuschen zu wollen. Dein Bruder ist mir schneller erlegen. Ich bin nicht mein Bruder. Round 1. Fight! Ja, aber dein Bruder ist immer noch mein Sklave. Was sagst du dazu, ha? Huh? Sub-Zero. Na, Mist, ich wollte gerade den fucking Mönch holen. Egal, der Mönch geht durch, denn dein Ding hier macht irgendwie keinen Schaden. Mein Mönch dagegen schon. Genauso wie mein Tritt. Ah, diese Portalfähigkeiten. Sau cool, oder? Zack. Na, Mann, bleib doch einmal hier bitte in Reichweite. Tu uns allen den Gefallen. Sub-Zero. So, easy. Easy. Doch kein Großmeister, ha? Huh? Ja, der geht durch. Das nenne ich mal einen Schädelbruch. Bam. Boah, normalerweise würde er nie wieder aufstehen. Also die Variante finde ich cool. Diese ganzen Portalfähigkeiten erinnern natürlich so ein bisschen an Noob. Der ja auch den Portalen mächtig ist. Na komm, unterschätzen will ich ihn nicht. Denn wir haben alle gesehen, es kann sich ganz schnell wenden, wenn man Pech hat. So, der nächste Fatality. Wow, 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 wow.
Alter, wie bitter. Scheiße, sind die Fatalities geil von ihm? Ich habe die davor noch nie gesehen. Diesmal wirst du kein leichtes Spiel haben. Bist du dir da sicher? Ich zeige dir, wie sicher ich bin. Round 1. Fight! Ich würde ihn ganz gerne mal auf dem Pony sehen. Aber wahrscheinlich werden wir nicht auf seinem Pony sehen, weil dazu muss man entweder eine andere Variante wählen oder den klassischen Quan Chi. Im regulären Outfit. Könnte sein. Weil irgendwie muss das gekoppelt sein. Könnte natürlich an der Variante liegen. Zack, zack, zack. Beinarbeit. X-Ray. Okay, wie viel Prozent macht der hier? 32. Solide. Solider X-Ray, muss man sagen. Round 2. Fight. Der Lin Kuei Tempel hier. Von Sub-Zero als Location. Ah, er ist so schnell. Kung Lao ist so kacke schnell. Moment. So. Die ganzen Moves hier sind nicht easy, aber cool. Ja, wenn du deinen Hut hier irgendwo hinschleuderst, dann schleudere ich dich irgendwo hin. Zack. Und rein damit. Und zack. Also ich glaube, die Variante finde ich am besten. Könnte sein, dass er als Beschwörer auf seinem Roster hier reitet. So, Moment. Ich will nochmal den hier machen. Der ist nämlich sau cool. Quan Chi wins. Fatality. Mies, Alter. Richtig mies. Da gucken die Gedärme raus. Hey, Humpty Dumpty. Nur eine Närrin würde so mit mir sprechen. Nur ein Trottel würde Närrin sagen. Round 1. Fight! Ich bin eben noch sehr alterstümlich, ja? Ein Mann von Welt. Mhm. So. Keine Chance gegen mich, junge Dame. Kleine Cassie. Alles klar, du willst es wirklich wissen, Cassie. Du willst es wirklich wissen. Du willst... Boah, ich hab sie doch getroffen. Ganz ehrlich, was war denn das eben gerade? Ich hab sie doch getroffen. Ich hab sie eindeutig getroffen. Ihr habt's alle gesehen. So, Beine weggezogen. Tiefschlag. Round 2. Fight! Quan Chi ist gar nicht mal so groß. So im Vergleich jetzt mit Cassie Cage. Quan Chi, 1,80. Ja, Mann, jetzt hatte ich einmal die Leiche in der Hand. Ich wurde gecaged. Naja, solange ich hier nur von Cassie Cage gecaged werde. Bei Johnny bedeutet das nämlich was anderes. Und das will niemand. Niemand will von Johnny Cage gecaged werden. Nein, du willst nicht gepackt werden. Aber Onkel Quenny will dir doch nur eine nette kleine Umarmung geben. Ich werde dich sowas von in der Mitte durchschneiden. Ladung abwerfen. No! Oh, da kommt die Rakete von oben. Yes! Yes! Dann komm mal her. Komm zum Onkel Quenny. Oh, ist das krank. Das ist so krank. Das ist so krank. Also diesen Fatality, ich liebe ihn. Ich liebe ihn wirklich. Wir haben etwas zu regeln. So scheint es. Dann sollten wir anfangen. Round 1. Fight. Devora, in der letzten Folge haben wir sie noch selber gespielt. Und jetzt töten wir sie.
Nein, 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 nein. Devorah, du bist stark. Aber wir sind stärker. Und wenn du tot bist, wirst du mir dienen. Du und dein dämlicher Schwarm. Achtung, Stumpf. Stumpf ist extrem tödlich. Was war denn das eben gerade? Habe ich noch nie gesehen bei ihr. Das ist die Schwarmkönigin. So. Bams. Radioaktive Schädel. Round 2. Fight. Quan Chi, der Mann mit den radioaktiven Kräften. Oh, jetzt dreht sie durch. Jetzt dreht sie durch. Ja, sie dreht durch. Bam! So muss das laufen. Mit dir wischen wir den Boden auf, Omi. Na, sie packt mich. Das kann sie gut. Das kann sie wirklich kacke gut. Statt Säure kommen jetzt hier Insekten raus. Auch irgendwie ganz witzig. Daneben, nicht daneben. Und wir gewinnen. So, Lady. Wir reißen dich in der Mitte durch. Schrei. Schrei für mich. Quan Chi wins. Fatality. Du wirst Abstand halten. Ich habe deinen Vorgänger beraten. Du wirst mich nicht verhexen. Round 1. Fight. Ich bin's aber, der große böse Hexenmeister. Alle dienen mir. Auch du, Kotal Kane. Du bist kein Herrscher, du bist ein Sklave. Und zwar von mir. Nett. Nett. Aber guck mal, der hier. Jetzt ernsthaft? Ich hab den doch getroffen. Er hat sogar Schaden genommen. What the? Das soll einer mal verstehen. Du machst deine Sonne und ich mach mein Portal. Aber er macht wirklich verdammt gut Schaden, Kotal Kane. Round 2. Fight. Den wir auch noch nicht gespielt haben. Da haben wir doch noch einiges zu tun. Er ritzt sich selber, Emo. Au, oh, der X-Ray. Lange, lange nicht mehr diesen X-Ray hier gesehen. Aber er brennt. Er brennt richtig. Das ist ein böser X-Ray. Okay, die Liane hier. Absolut useless. Also. Aber die hier funktioniert. So. Wir schieben ihn mal hier hin, ob das noch funktioniert. Nee, leider nicht. Schade. Egal, dann sehen wir mal seine Animation. Oh, sein Lachen ist göttlich, oder? Cool, hier mit dieser Skelettarmee da im Hintergrund. Nice. Wir kaufen nichts. Was meinst du? Welchen Scheiß auch immer du mir aufschwatzen willst. Round 1. Fight. Schädel zu verkaufen. Ganz frisch, noch saftig. Nein, Aaron, kein Schädel. Schade. Ich hätte ihn dir gerne gegeben. Glaub mir. Dein Gewehr kannst du stecken lassen. Au. Fies. Saufies. Seit wann bist du gut, Aaron? Seit wann kannst du irgendwas? Was ist los, Aaron? Ja, der ist heute wirklich in Topform. Aber wir sind besser. Okay, der X-Ray ist beinahe ready. Da hinten liegen seine Tretminen. Ah, war ich schneller, was? Von oben, von unten. Das ist keine Chance gegen mich.
Au! Nichts Besseres als eine Knarre. Doch, natürlich. Ein Schädel. Oder zwei oder drei. Radioaktiv verseucht. Uranschädel. Die Plutoniumkeule. Das ist mies, oder? Das ist echt verdammt mies. So, die Distanz sollte stimmen. Dann komm mal her, mein Zombie. Komm zu Quenny. Ah, Mann, er stöhnt noch. Er stöhnt noch, wenn die Klinge durch ihn durchgeht. Und das ist das Miese an diesem Fatality hier. Und das Herz pumpt das Blut raus. Du hast mich betrogen, Quan Chi. Dein Zorn hat dich betrogen. Genug! Round 1. Fight! War so klar, dass mein Sklave hier noch als Gegner kommen muss. No! Die schönen Gurken! Die schönen Gurken! Die hätte noch jemand essen können. Jetzt hör mal auf hier mit der Schere. Die Schere ist lame. Schade. Ey, du bist wirklich heute in Topform, was? Alles klar. Vergiss es. Ich bin dein Meister. Wenn hier jemand irgendjemanden an die Kette legt und Gassi geht, dann wohl ich. Round 2. Fight. So, erstmal hier direkt X-Ray. Röntgenaufnahmen Deluxe. Direkt hier mit der Strahlung, mit der Strahlungskeule. Ey, er macht aber auch wirklich gut Schaden. Ich bin das langsam leid. Ja, ich auch. Deswegen mache ich dich platt. Guck. So, wie willst du es haben? Wie willst du es haben? Ich würde sagen, wir teilen ihn. Ich habe keine Verwendung mehr für dich. Scorpion, du bist alt, schwach und nutzlos. Quan Chi wins. Fatality. Quan Chi. Du willst meine Hilfe, Goro? Niemals, Betrüger. Round 1. Fight. Yo, Goro, der Schädel eben gerade, das war deine Mami. Nur damit du Bescheid weißt. Ich glaube, ich habe ihn gereizt. Muttersprüche gefallen ihm gar nicht. Nein, 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 nein. Lass ja deine Drecksgriffel von mir weg. Und zack. Und zack. Au. Grüne Energie. Das ist mein Ding. Lass die Finger von meinem Ding. Und ich meine es genau so, wie ich es gesagt habe. No. Egal, der Uppercut. Oh, da hinten war eben gerade Takatana. Krass. Habe ich davor noch nie gesehen und ist wieder weggeschliffen. Ist mir ehrlich gesagt wirklich noch nie aufgefallen. Nein. Scheiß auf die Shokans. Oh Gott, jetzt hier, er dreht wieder durch. Diese Drachenzahn-Variante ist am allerschlimmsten, wie ich finde. Ob wir das noch hinbekommen? Nope. Yes! Nein! Wow. Ah, oh, jetzt bin ich da hinten in der Ecke drin. Weiß nicht. Nee, der Breaker hätte nichts gebracht. Da hat er mir gegeben. Der Angriff ist so mies. So, aber der hier geht diesmal durch.
Schön. Bin mal gespannt, was er zu Shinnok sagt. Nicht gut, nicht gut. Ah, ich glaube, ich werde dich teilen. Sag A. Oh, das muss so mies sein. Du bist bei vollem Bewusstsein und kriegst das alles mit. Yummy. Sehr, sehr lecker. Deine Lehrstunde beginnt. Ich lerne gern. Du wirst lernen oder sterben. Round 1. Fight! Wir sollten beide mal unter die Sonne gehen, finde ich. Was meinst du, Shinnok? Wir sind Freunde. Gehen gemeinsam ein bisschen in Urlaub. Diese vornehme Blässe, das ist doch nichts. Kann sich doch keiner geben. Okay. Okay, ha? Huh? Ist das ernst? Du hast echt Schiss vor mir. Du hast Angst, dass ich hier irgendwie deinen Rang dir streitig mache. Aber ich glaube, die erste Runde. Die verlieren wir. Es sieht nicht gut aus. No! Oh, dieser Beam. Ich sehe Angst in deinem Herzen. Round 2. Fight. Dieser fucking Beam. Er ist wieder hier Knochenbrecher. Knochenbrecher Shinnok. Nope, 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 nope. Geh wieder rüber in deine Ecke, Bro. Ich hab die Rückhand des Todes. So. Round 3. Fight. Bleichgesicht gegen Bleichgesicht. Wer ist der Bleicheste im ganzen Land? Wahrscheinlich ich. Absaufen soll er, absaufen. Er zittert vor mir, wenn ich die Macht des Erdenreichs absorbiere. Final Round. Fight. Und der Corrupted. Oh, da hatte ich eben gerade Glück, dass der wirklich noch durchgegangen ist. Oh, muss das sein? Immer wieder diese Nummer mit den Flammen. Ich meine, wir sind alle irgendwie langsam ein bisschen über. Wow, 28, leck mich fett Prozent. Unbarmherzige Flammen. Nein. Yes. Fucker. Quan Chi war lange ein Diener Shinnoks gewesen. Sein Beitrag zu dessen Befreiung aus der Gefangenschaft war den Götterältesten nicht entgangen. Shinnok war nun keine Gefahr mehr. Doch Quan Chis Taten hatten einer neuen Macht zum Aufschwung verholfen. Nach langem Überlegen ersannen die Götterältesten einen Plan, diese Macht einzudämmen, bevor sie noch stärker werden konnte. Der freie Wille wurde aus Quan Chis Seele herausgebrannt und durch ein einziges Ziel ersetzt: Raiden zu töten. Nein! Doch nicht der gute Raiden. Die beiden waren doch so gute Freunde.
Gut, das war das Ending von Quan Chi. Seine Fatalities sind nice. Wirklich sehr coole Sachen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Quan Chi haben sich ja sehr viele gewünscht. Wer soll denn als nächstes kommen? Wie immer, danke fürs Zusehen. Danke für eure Bewertungen und Kommentare. Bis zum nächsten Mal und tschüss!